ich haben eine Challenge geplant, also Villager.tv. Und zwar eine Team-Challenge. Das genaue Datum ist allerdings noch nicht bekannt. Das heißt, seid auf jeden Fall gefasst, aktiviert die Glocke und irgendwann werde ich euch sagen, wann es rauskommt. Wahrscheinlich nicht mehr 2019. Ich weiß es nicht. Livis Dezember 2019. Hallo, mein Name ist Livius. Und das hier ist der liebe Darius. Wir im Dezember Hashtag 0 haben wir jetzt gerade die Begrüßung gemacht. Wir haben zwei Tassen. Wenn ihr meine anderen Folgen verfolgt habt, dann werdet ihr wahrscheinlich wissen, dass heute zwei Türchen dran kommen. David, zieh bitte das erste Türchen, ich zieh das zweite Türchen. David zieht das 21. Türchen. 24. Türchen. Und ich zieh das 31. Türchen. Guck mal, da sind so gute Silvesterkracher drauf. Ja. Lol. Okay, mach du mal deine Tüte bitte auf. Am 28., ich sag's nochmal für alle, am 28. kommt der zweite Part zu meinem Dezember Hashtag 24. Kriegt er nicht auf, was daran liegt, was daran liegt, dass ich die Weihnachtsgeschenke, die wir bekommen haben, am 28. dann vorstelle. Hol mal raus und schmeiß das Ding hier, das Papier mal hier so rein. Wir tauschen das einmal. Zack. So. Dann werde ich auch euch die Teebeutel nochmal vorstellen. Aber nun gut. So, welche Tasse möchtest du? Die. Okay. Das ist der T-Shirt. Das heißt, da muss ich jetzt mal dran schreiben, dass David den nicht trinken kann, weil da ja Koffein drin ist, beziehungsweise Tein. Jetzt muss ich mit dem Rot dran schreiben. David und dann einmal durchstreichen. So, das Ganze kleben wir jetzt an die Tasse. So. Und dann kann ich gleich mal das Wasser anschmeißen und euch die Zutaten vorlesen. So, damit wir immer wissen, das darf David nicht trinken. Perfekt, dann werfe ich das Wasser an. Ich werde wahrscheinlich für den anderen Tee dann noch eine nächste Fuhre Wasser holen. Aber nun gut, ich lese euch jetzt den Tee vor. Also Nummer 24, Jägertee. 2,5 Gramm Früchtetee aromatisiert. Fruchtfläche von Hibiskusblüten. Apfelschalen, Brombeerblätter, Säurungsmittel, Weinsäure, Aroma, Süßheitswurzeln, also Buttenschalen, Holunderbeeren, Orangenschalen, Schwarz-Johannisbeer und Heidelbeer. Davis Tee heißt T-Shot. 1,5 Gramm Früchtekräuter, Grüntee aromatisiert. Rote Kakaoblüten, Traubenzucker. Brombeerblätter, Sitzbuckel, Grüntee-Extrakt bzw. 40% Koffeingehalt, Akai-Aroma, Stäberblätter, Orangenschalen, Guarana, Akai-Sakonat und Säurungsmittel, Zitronensäure, Gliesing und enthält Koffein. Okay Leute, der Tee ist jetzt hier fertig. Mal gucken, ob es für beide Tees reicht. Ich habe eine Befürchtung, dass es nicht reichen wird. Nee, es reicht nicht. Ich werde noch mal kurz Wasser holen und dann lassen wir das Ganze 8 Minuten ziehen. Wir sind jetzt hier fertig mit den 8 Minuten und ich würde sagen, wir beide pusten. David pustet den Tee, den er nicht trinken darf und ich puste den David trinken darf. Okay Leute, David pustet seinen Tee noch weiter. Bei meinem kann ich schon mal anfangen. Und zwar ist der Geschmack sehr, sehr kräftig. Also das ist wirklich sehr, sehr lecker. Und dann gibt es auf den Geschmack 10 Punkte. Du kannst weiter pusten. Auf den Geschmack gibt es 10 Punkte. Auf den Namen Jägertee hat jetzt nichts besonders was mit Minecraft zu tun. Minecraft sag ich schon mit Weihnachten. Und ich glaube, das hat noch nichts mit den Zutaten zu tun, weil da gibt es auf den Namen 0 Punkte. Zu den Zutaten kommen wir jetzt. Es hat nicht viel mit Weihnachten zu tun. Auch 0, 1 Punkt, weil es einfach zum Geschmack gepasst. Dann haben wir insgesamt 11 Punkte auf diesem Tee. Und jetzt probiere ich den mit Koffein. Schmeckt ekelhaft, Leute. Der schmeckt viel zu sehr nach irgendeiner kräftigen Frucht. 0 Punkte auf den Geschmack. Name T-Shot. Es passt dazu, weil es halt Koffein drin ist. Aber ansonsten gibt es darauf 5 Punkte. Auf die Zutaten. Na gut, es ist Grüntee drin. Also 2 Punkte insgesamt haben wir darauf jetzt. Also 7 Punkte erlangt. Das war's mit dieser Dezember-Folge. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns am 28. zum letzten Dezember-Video in ganz 2019 an, was ja auch nicht so viel ist. 2020 geht es dann weiter. Und Leute, ich würde sagen, like und kommentieren. Alles, was ich dazu noch so sage. Nice!